Da war die erste Körperattacke von Franz Botha. Das hat er ja angekündigt. Ja, es ist ein anderer Kampf für ihn natürlich als gegen Mike Tyson. Der war viel kleiner. Shannon Briggs 1,91 Meter. Botha 1,87 Meter. Verhaltener Beginn in dieser ersten Runde. Botha versucht, die Rechte reinzubringen. Da dreht sich Shannon Briggs raus. Also die erste Runde überstanden. Hier die Ecke von Shannon Briggs. Im Hintergrund der die Mustafa Mohammed und hier vorne der weltberühmte Trainer Emmanuel Stewart. But he's throwing the 1-2 and you're trying to roll on all of them. I don't like it. Just try to take it. You got such reflex. Just take a half a scoop back when he comes in and check him with the hook, okay? And as soon as you get the hook, back with the hand, you seem to have your man. Rausdrehen, sondern gerade stehen bleiben. Hier war die Rechte. Da habe ich gedacht, da ist er nur weggerutscht, aber da war auch Schlagwirkung bei. Trainiert also bei Emmanuel Stewart. Hier Abel Sanchez und der Vater Jan Botha in der Ecke von Franz Botha. Die zweite Runde. Oh gut, die Rechte von Shannon Briggs. Er muss nach vorne gehen. Das ist sein Stil, das ist sein bestes Rezept. Briggs steht an 7. Stelle beim World Boxing Council. Wieder die rechte und die linke hinterher. Gute Aktion jetzt von Shannon Briggs. Aber mit der rechten kommt er nicht ran, Franz Botha. Botha wiegt gute 1,5 Kilo weniger als im Kampf gegen Mike Tyson. Aber er bewegt sich nicht so leichtfüßig wie im Januar. Psst.
Ed Cotton dazwischen. Die Distanz gehört Shannon Briggs, die kurzen Haken Franz Botha und die Ermahnung wiederum von Ed Cotton. Da war die rechte. Aber die langen Hände, damit hat er gut gepunktet, Shannon Briggs. Deep breath. 30 Jahre, der weiße Büffel. Geboren in Südafrika, lebt mittlerweile in Los Angeles. Bester Treffer von Shannon Briggs bislang, die lange Rechte. Und hier der zweit- und drittbeste Treffer demzufolge. Nochmal die rechte und die linke hinterher. Aber dann gegen Ende der Runde kam die rechte von Franz Botha. Also die dritte Runde. In der Runde, wo das Ende kommen soll, hat Shannon Briggs angekündigt. Arbeitet jetzt mehr mit der Führhand, Franz Botha. Von den Körperattacken war nur in der ersten Runde kurz was zu sehen. Jetzt nochmal die rechte. Anfeuerungsrufe für Franz Botha, hat die Rechte ins Ziel gebracht. Klasse. Die linke reingesprungen und das Körpergewicht dahinter gebracht. 104,2 Kilo. Hat er auf die Waage gebracht, Shannon Briggs. 105,2, Franz Botha. Und der weiße Büffel steht wieder ohne Deckung vor seinem Gegner. Die letzten 20 Sekunden dieser dritten Runde. Er wartet ab, Franz Botha wartet auf die Möglichkeit, die Rechte wiederum als Cross ins Ziel zu bringen. Ein Kerl wie ein Baum, dieser Shannon Briggs, hat alles, was man
für den Sprung an die Weltspitze braucht. Ist schon ein Star, auch ohne, dass er den Titel gewonnen hat. Ist gut wiederzuerkennen mit seiner eigenwilligen Frisur. Abel Sanchez fordert den Aufwärtshaken von Franz Botha. Das bedeutet, Botha muss rankommen an Briggs, muss sich in die Nahdistanz schieben, sonst kann er den Aufwärtshaken schlecht ins Ziel bringen. Und Briggs soll die langen Hände bringen, also genau das verhindern. Runde 4. Die rechte, die linke und der linke Haken von Briggs vorbei. Die Handschuhe tief bei Shannon Briggs, deshalb die rechte von Franz Botha ansatzweise im Ziel. Der erste Kampf nach der K.O.-Niederlage gegen Mike Tyson für Franz Botha. Und Briggs hat, nachdem er verlor gegen Lewis, ein weiteres Mal geboxt. Schlug Marcus Rowdy in der ersten Runde K.O. im Dezember des vergangenen Jahres. Nicht so offen stehen, Shannon Briggs. Da war die rechte wieder, der linke Haken. Und Briggs dreht sich raus. So kann er zwar die Schläge vermeiden, aber selbst nicht mehr kontern. Die rechte geblockt. Er atmet schon schwer. Shannon Briggs. Wiederum die rechte. Nicht vor dem Ziel. In den Nacken. Und die rechte von Botha. Eine gute Runde für den Südafrikaner. Was sagt jetzt Emmanuel Stewart zu Shannon Briggs? Auf jeden Fall war er nicht zufrieden. Du wartest zu viel. Du musst mehr tun. Überlass ihm nicht die Initiative, geh nach vorne. Er ist der größere Mann. Er hat die längere Reichweite, aber er nutzt sie nicht zu seinem Vorteil. Und wenn Botha dann seine Rechte anbringen kann, dann kann es gefährlich werden für Briggs. Briggs hatte Lennox Lewis angeschlagen im WM-Kampf. Und am Ende fehlte dann die Disziplin, die Kondition, und deshalb verlor er. Runde 5.
Er springt wieder rein. Die Rechte. Gut gemacht, die Rechte als Haken von Shannon Briggs. Das sind die Situationen, wo Botha den Aufwärtshaken bringen könnte. Botha punktet mit der rechten, aber darf natürlich nicht nachschlagen. Wird ermahnt von Ed Cotton. Wilde Attacken von Shannon Briggs. Stop her, stop her. Let's go, step back. Thank you, fellas. Und wieder die Rechte. Stop her, stop her, step out. Gut gekontert. Gut gekontert von Shannon Briggs. Stop her, stop her, stop her, stop her. Nice job, man. Back it up. Okay, good job, good job. Ed Cotton, ein Gentleman als Ringrichter, der sich immer bedankt, wenn die Boxer seinen Anweisungen folgen. Leichte Schwellung an den Augen von Franz Botha. Versucht zum Körper zu gehen. Der gute Konter von Shannon Briggs. Da hat Botha gemerkt, der Weg für die Rechte ist zu weit. Aber die von Briggs kam dafür umso besser. Also, Briggs hatte angekündigt, er gewinnt in Runde 3. Botha hatte angekündigt, er gewinnt in Runde 5. Beide hatten Unrecht. Die sechste Runde. Stop it, stop it. Step back, step back. Botha liegt beim Online-Scoring vorne. Also die Box-Freaks und Box-Fans in Amerika werden für ihn. Mit der Innenhand von Shannon Briggs. Wenn Botha die Rechte bringt, sich rüberlegt, dann ist da Platz für die Konter von Shannon Briggs.
Die rechte. Die rechte. Und immer wenn er so ranfällt, wenn er versucht, die rechte aus der Distanz zu schlagen, dann ergeben sich die Kontermöglichkeiten für Shannon Briggs. Saubere Schläge von beiden. Der eine lässt den Arm ausgestreckt stehen. Der andere schlägt immer ein bisschen mit der Innenhand. Let's go, hands are free, let's go, hands are free, let's go, they're free. Let's go. Wieder guter Kontertreffer von Briggs. Dann die Pirouette, dafür gibt es keinen Punkt. Und nochmal ein Schlag hinterher. Also zumindest ist es ein interessanter Fight. Und noch mit Möglichkeiten für beide. Da war die rechte nochmal. Und der linke Haken. Und Briggs legt viel hinter den linken Haken, legt sein ganzes Körpergewicht dahinter. Und wenn er dann verfehlt, dann wird er hinterher gerissen. Der rechte Haken als Konter ist meistens gut von Briggs. Dann der linke Haken mit der Drehung um die eigene Achse. Briggs hat häufig beide Handschuhe tief. Botha hält zumindest die rechte oben. Immer die Möglichkeit auf den Konterschlag wahren. Da war er wieder mal kurz im Ziel. Arbeitet mit links und vernachlässigt das, was er angekündigt hat, Franz Botha, nämlich zum Körper zu arbeiten. Wieder die rechte, der linke Haken. Jetzt kommen die Haken durch von Franz Botha. Nochmal die rechte. Der Büffel marschiert jetzt, tut mehr. Und verteilt gut, geht erst zum Körper, zieht die Deckung runter und arbeitet dann zum Kopf von Briggs hinterher. Oh.
immer wieder die rechte. Volltreffer von Franz Botha. Shannon Briggs mit Problemen. Er kann die Rechte von Franz Botha nicht vermeiden. Die beste Runde bislang für den Mann aus Südafrika. Was ist da los bei Shannon Briggs? Sollte in hervorragender Kondition sein, so wurde das angekündigt. In der besten Form seines Lebens. Die letzten Runden zugunsten von Franz Botha, der 30-Jährige. Der Mann, der sich Hoffnung macht auf einen Kampf gegen Lennox Lewis. Es soll bereits Anfragen gegeben haben. Das große Hobby von Franz Botha: er geht gerne zum Angeln. Man hat gesagt, das ist ein bisschen wie beim Boxen. Man braucht Kondition. Und du weißt nie genau, welchen Fisch du an Land ziehst und wann der Fisch anbeißt. Du musst auf alles gefasst sein, genau wie im Boxring. Hat er nach dieser siebten Runde Shannon Briggs vielleicht am Haken? Es wird sich vielleicht in dieser Runde schon zeigen. Wieder zweimal die Rechte. Das hier, die Linke hinterher. Die gute Linke von Briggs im Ziel. Good job. Get out. Come on. Und wieder die Rechte. Hands are free, hands are free. Let's go. Stop punching, man. Er kann nichts machen. Er weiß nicht, wie er sich gegen diesen druckvollen Franz Botha wehren soll. Shannon Briggs wirkt hier unbeholfen manchmal. Hat den Mundschutz verloren. Bekommt den jetzt von Eddie Cotton ausgespült. Verletzung am linken Auge, das war kurz zu sehen von Franz Botha. Wenn er sich so rüberlehnt, um die Rechte zu schlagen, dann muss der Konter kommen von Shannon Briggs. Gute Linke. Klasse, da war die Rechte und Botha angeschlagen. Der Volltreffer von Shannon Briggs. Eddie Cotton zählt Franz Botha an. Noch 25 Sekunden. Kann Shannon Briggs jetzt den Kampf beenden? Die Linke fliegt vorbei. Wieder die Rechte. Und Botha hält. Botha klammert. Noch 10 Sekunden. Die Linke mit dem Gong.
hat er wieder kurz nicht aufgepasst. Das, was ihm schon gegen Mike Tyson passiert ist. Das Auge ist lidiert, das linke. Hier nochmal, die rechte fliegt vorbei. Dann kam die linke und die rechte voll ins Ziel. Und nochmal die linke. Botha, der Büffel am Boden. Hatte die letzten Runden so gut ausgesehen. Ist das vielleicht die Wende im Kampf? Die rechte voll, die linke genauso voll hinterher. Noch zwei Runden. Und hier nochmal, die rechte fliegt vorbei. Aber beim zweiten Mal. Und dann noch die linke mit Anlauf hinterher. Der Büffel mit Kampfspuren. Und jetzt wird Shannon Briggs versuchen, den Kampf zu Ende zu bringen in dieser neunten Runde. Die Handschuhe sehr tief bei Franz Botha. All right, stop punching. Don't punch me behind his head no more, Shannon. Die kurze rechte von Franz Botha. Kann Shannon Briggs noch einmal so durchkommen, dann ist der Kampf wahrscheinlich vorbei. Es kommt die rechte wieder von Botha. Let's go. Get out. Klasse. Die linke ist stark von Shannon Briggs. Und Botha steht viel zu offen. Die rechte zu kurz von Botha. Let's go, hands are free, get out. Watch him in the back of the head, Shannon, come on. All right, stop punching. Come on. Tief von Franz Botha. Pick him up, okay, all right? You all right? Let's go. Stop punching. There you go. Wieder die Probleme von Shannon Briggs. Und jetzt kommt Botha zum Ende der Runde. Also da hat er sich gut erholt von der schwierigen Situation in Runde 8. Die neunte, vielleicht wiederum eine Runde für Franz Botha. Jetzt würde ich gerne wissen, wie es da steht auf den Punktzetteln von Henry Grant, von Joe Pasquale und von John Stewart. Er war am Boden, aber hat auch häufig selbst gut getroffen mit dem rechten Haken. You got to win this round, brother. Your whole fucking career is in three goddamn minutes here now. And you said nothing. You get right to it and you stop. Wird sehr deutlich, Emmanuel Stewart. Alles kann man davon nicht übersetzen. Eine wichtige Runde. Du musst sie gewinnen. Deine gesamte Karriere hängt davon ab. Also geh raus und gewinn das Ding. Die letzte Runde kann es entscheiden. Es ist mit Sicherheit eng. Okay, go. Ein spannendes Duell. Botha
Wieder mit rechts, aber die linke von Shannon Briggs. Wieder die rechte. Wer hat jetzt mehr Reserven? Wer kann noch zulegen? Er muss aufpassen, dass er nicht nochmal tief schlägt. Wenn er jetzt einen Punkt abgezogen bekommt, dann kann das den Kampf entscheiden. Und das wäre natürlich bitter. Beide haben sich verausgabt. Beide versuchen jetzt die Reserven zu mobilisieren. Bislang gelingt das Franz Botha besser. Gute Treffer von Franz Botha. Nochmal die rechte. Schwere Treffer von Franz Botha. Wenn der mehr Schlagkraft hätte, wäre der Kampf schon lange entschieden. Er blutet stark. Shannon Briggs am linken Auge. Sieht auch aus, als ob er aus dem Ohr blutet. Die letzten 40 Sekunden. Da erwartet uns noch ein Schlussspurt, da bin ich sicher. Er kommt immer wieder über rechts. Franz Botha. Und nur noch im Rückwärtsgang Shannon Briggs. So kann er die Runde nicht gewinnen. Briggs ist fertig. Die letzten Sekunden. Und der Kampf ist aus. Also für mein Empfinden heißt der Sieger Franz Botha. Aber wir werden sehen, wie die Punktrichter da entscheiden. Blutet aus dem Auge und blutet aus dem Ohr. Blutet am Auge vielmehr. Also da könnte ein Innenhandtreffer drin gewesen sein. Zum Ende etwas unsauber. Franz Botha war in der 8. Runde am Boden. Hat er da den Kampf verloren? Oder haben die guten Treffer, die er immer wieder gelandet hat, über rechts, haben die den Kampf für ihn entschieden? Henry Grant, Joe Pasquale, John Stewart. Er glaubt, es hat gereicht. Ein gezeichneter Franz Botha. Also, wer hat sich da qualifiziert für Mike Tyson? Wer hat sich qualifiziert für die möglichen Weltmeisterschaften gegen Lennox Lewis, gegen Evander Holyfield oder vielleicht ja auch gegen Vitali Klitschko. Wie gesagt, Klaus-Peter Kohl, der Chef der Universum Box Promotion, ist in Atlantic City. Gemeinsam mit Matchmaker Hedi Tawab. Die beiden führen Gespräche. Eventuell auch mit Frank Warren, dem Manager von Botha. Oder hat es gereicht für Briggs? Mehr Zuversicht in der Ecke von Botha. Es werden die Punktrichterzettel addiert. Aber man hat da natürlich so seine Spione. Und deshalb weiß die Ecke schon ungefähr, wie es ausgehen müsste.
Je länger diese Zeremonie dauert, desto knapper kann das Urteil sein. Jetzt Jimmy Lennon. Da hat er recht. Ein guter Kampf, ohne jeden Zweifel. Ein interessantes Duell, ein spannender Schwergewichtskampf. Jetzt das Urteil. Well, ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing here at the Trump Taj Mahal, we go to the scorecards. Here are the score totals. Judge at ringside. Joseph Pasquale scores about 95-92. Francois Beauclerc. Judges at ringside, Eugene Grant and John Stewart both scored about 94-94. A draw. The decision is a majority draw. Ja, was soll man dazu sagen? Ein Punkt Richter hat Botha vorne mit 3 Punkten und die beiden anderen werten unentschieden, 94-94, demzufolge ein mehrheitliches Unentschieden. Das hat uns noch gefehlt. Wir hatten das Unentschieden im WM-Kampf zwischen Lewis und Holyfield und hier sollte sich ein bisschen was entscheiden, wer da demnächst seine Chance bekommt, und dieses Unentschieden hilft keinem weiter. Weder Botha noch Briggs und dem Boxen schon mal gar nicht.